Was für ein Gebinde? Für den Wolpertinger. Was ist das, ein Wolperdingster? Wolpertinger, ein Fabeltier. Bei uns gibt es viele Geschichten darüber. Man sagt, er ist ein Wintergeist, den man verjagen muss, wenn der Frühling kommt. Von allein würde er nämlich nie gehen. Und wie sieht er aus, euer Wolpertinger? Ungefähr so. Oh. Sobald es wärmer wird, schleicht er im Dorf herum. Er sucht Futter und ein Haus, in das er bis zum nächsten Winter einziehen kann. In Wirklichkeit gibt es so ein Tier überhaupt nicht. Ach ja, und woher weißt du das? Ich, Wart's ab. Am Ende der Woche ist das Fest, mit dem wir den Frühlingsanfang feiern. Ah, ein Fest ist gut. Ich liebe Feste. Oh, guck mal, Rico, sind die aber schön. Wozu sind die gut? Wozu? Zum Schutz vor dem Wolpertinger natürlich. Damit der Wolpertinger nicht in unser Haus kommt, hängen wir einen Glücksbringer an die Tür. Dafür bindet man einen kleinen Strauß Narzissen mit einer Glocke zusammen. Und du glaubst das wirklich alles? Ich empfehle dir, die Sache ernst zu nehmen, Junge. In Italien kommt auch jedes Jahr der Frühling und wir haben noch nie etwas von diesem Tier gehört. Das beweist gar nichts. Doch, wenn Sie mich fragen, gibt es keinen Wolpertinger. Nun, wollt ihr etwas kaufen oder nicht? Ich nehme diese hier. Mir scheint, ihr seid hier sehr gut aufgehoben. Also dann, bis morgen, Kinder. Träumt was Schönes. Bis morgen, Großvater. Gute Nacht. Dein Zimmer ist so gemütlich. Ich hoffe, dass Papa morgen rechtzeitig zum Fest wieder da ist. Bestimmt, keine Sorge. Gute Nacht, Rico. Gute Nacht, Heidi. Schlafen.